schick, ne? Hm. Warte mal, auf der anderen Seite war es noch ein bisschen größer. Und das war schön geworden. Das war wirklich schön geworden. Hast du gut gemacht. So. Auch die? Also. Hier kommt rein Gerste, Roggen, Hopfen, Erdbeeren, Honig, Apfel, Zucker und Kirschen. Apfel und Kirschen. Hopfen. Das heißt, ich müsste ja mal glatt die Gärtnerei mal umstellen. Ja, aber die Erdbeeren kommen trotzdem wieder, trotzdem bei den Erdbeeren machen wir nicht da rein. Die kommt in die Bäckerei. Der Erdbeeren brauche ich gar nicht umstellen. Und da haben wir momentan so viel in der Bäckerei, das ist Wahnsinn. Ja. Deswegen aber die Äpfel schon mal. Das wollte ich jetzt umstellen. Ja, Äpfel. Modus ändern. Direkt verteilen. Kirschen. Ich habe noch 5 rein, dann bin ich durch. Sehr schön. Ah, da ist der Hopfen. So, das landet jetzt automatisch da drin. Ach so, Wasser, ne? Braucht mir hier noch Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Ja, Wasser muss hier auch hin. Ja, Okay, ist das klar. heißt, für Wasser müssen wir dann noch sorgen. Und den Honig müssen wir dann noch mal hierher bringen. Ja, dann wissen wir, wie es was wir mit dem Honig machen. Genau, der Gibt kann dann jetzt hier rein. Honigwein. Dann gibt's Honigwein. Honig, der müsste ja jetzt auch voll sein. Oder hast du den zwischendurch mal abgetransportiert? Nein. Nein, habe ich nicht. Da steht was. Und ich muss auch mit dem anderen dann mal hierher und wir müssten hier mal eine Wasserstelle setzen. Ja, mach doch. Wo setze ich die am besten hin? Irgendwo außen am besten, wa? Aber wenn ich die wieder außen setze und wir außen noch was dekorieren, ist auch wieder doof. Na, kannst du dann wieder wegnehmen. Setz das hier auf die Rückseite. Da, wo du es einfüllst. Ich hätte sowieso, ganz ehrlich, ich hätte mir vor jedes Tiergehege, hätte ich mir so in Abstand ein was, ein so eine Pumpe gemacht, hätte mich mit einem LKW dazwischen gestellt und hätte durchlaufen lassen. Guck mal, der existiert auch noch. Oh Gott! Oh weia! Nein, 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 nein. Weißt du, was ich meine? Ich wäre nicht hin und her gekarrt. Ich hätte mir das einfacher gemacht. Drin so Quasi verloren. so mit dem, weißt du, was ich meine? Mit dem Wasseranhänger zwischen Hydrant und Tierstall und dann einfach durchlaufen lassen. Einsaugen und abpumpen quasi. So. Überlappt er hier schon wieder. So. Zack. So, jetzt muss ich den LKW mal suchen. Nee, den nicht. Wo waren wir denn? Ah, hier waren wir. Noch nicht alles durchgelaufen. Sehr schönes Leer. Honigbier, ja. Honigwein oder Honigbier? In diesem Honig. Falle Honigmet. Honigmet. Oha, ich hänge halt schon wieder an der Laterne. Gibt Schlimmeres im Leben. Nun lass ihn doch los. So, dann müssen wir das wieder umstellen. So, Paletten. Europaletten, da sind sie. So.
Dann nimmst du jetzt die Palette nicht. Die ist ja nicht willig. Nee, genau die auf dem Ding. Jetzt. Bist du nicht willig, so brauche ich, Futter. So. Ja, dann kommt der Hund wieder nach Hause endlich. Ein kleines Wauchen. Der ist da 10 Kilometer entfernt auf dem 5 Acker weiter oder so. Kommt hier noch was? Naja, so wenig wie er von dir zu fressen kriegt, ist ja logisch, ne? Ach, daran liegt's. Ah. Lavisina hat kommentiert. Warte, ich guck. Schottisches Englisch. Ja, das ist schottisches Englisch. Das haben wir nachher auch noch verbessert, die Aussage. Warte. Warte. Du brauchst jetzt mal Nervennahrung für die zweite Folge. dann warten wir auf die anderen vier. Ich glaube, ich werde warten, bis alle sechs raus sind und dann gucke ich mir alles in einem Rutsch an. Das sind 7 Stunden. Ja, schaffe ich. Wochenende. Das sind 7 Stunden. Soll schlecht Wetter kommen. Ja, komm, es ist schlecht Wetter. Ich sag mal so, Samstag war schön bei uns. Wir waren im Garten, haben das Wetter richtig ausgenutzt. Abends noch schön grillen und sowas alles mit Kumpels. Aber Sonntag fing das Wetter schon mit einem Rums an. Und es wurde nicht besser an dem Tag. Also. Oh, wenn Lavisinchen schon Nervennahrung braucht, na dann, Lavisinchen ist ja nur auch eine von den Hartgesottenen. Oh. Dann weißt du aber, wenn Lavisinchen schon sagt, ich brauche jetzt Nervennahrung, dann weißt du, was ich 7 Stunden gemacht habe. Ja, das glaube ich gerne. Deswegen, ich gucke mir das also, schön alles in einem Rutsch. Die Nägel zu lackieren lohnt sich momentan nicht. Sind keine mehr da. Sind keine mehr da. Eieiei. Nicht wieder einer hier rum. Hey, diesmal habe ich Glück. Der kommt erst da hinten. Und rein. Klack, 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 klack. Honig ist drin. Sehr gut. Wasser auch schon? Nein. Nee, dafür muss ich den anderen LKW holen. Lass den jetzt mal kurz hier stehen. Gute Idee. Der sieht ja mal richtig fesch aus. Der hat mir von... Da, der Hund ist da. Siehst du? Hast du ja die Glocke geläutet zum Essen, ne? Ja, der hat mir von vornherein gefallen, dieser LKW. Ja, zeig dir nochmal ganz nochmal, wenn er fährt so. Ah, es sieht schön schmuck aus, das Stück. Da wir ja hier 3 Milchsorten haben, habe ich natürlich gedacht, dann muss schon auch das passende Gerät dazu da sein, um das zu transportieren. Oh. Ach ja, morgen wird es wieder schön werden mit den vier genialen Damen, Miri, Manu, Andrina und Lavisina. Wenn sie wieder im Weltraum sind und dort einen Planeten begrünen. Ja, das ist sehr, sehr geile Werbung, lieber Sigi, die du machst. Finde ich ja mal richtig cool. Siehst du, Sigi ist unser Werbetexter für den Sendeplan. Sehr schön. Oh. Bin übrigens vorletzte Reihe. Soll ich die Außenreihen auch machen? Besser wär's, hä? Ja.
Richtig geil, alleine dieses Cockpit hier, schön mit Holzverkleidung und sowas. Ja, es sieht schon geil aus, das hat schon Art, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, ne? Hast du eigentlich gelesen, ne? Zwölffuchs, da bist du ja wieder! Oh! I miss Hallo. You! Hallo Swift, you. Swiftfuchs. Aber wirklich! Andreas und Vendage haben übrigens. Hab ich gesehen, ich weiß, Oldtimer. Ich hab. Nix. Nee. Hab ich gleich gesagt. Nee, ist nicht. Ob Vendage und Andreas sich das wünscht oder China-Pfälzer Kreisum, ganz ehrlich. Kleine Map und Oldtimer. Frag mal, Manu, wir haben uns so unterhalten, dass du so uns abhanden gekommen bist. Ja. Also Befüllung geht. Miri, hallo. Einen wunderschönen Feierabend. Ja, das habe ich gelesen. Der LS war viel zu lesen, tatsächlich. Zwischendurch bin ich dann auch ausgestiegen. Aber das habe ich noch mitgekriegt mit dem Oldtimer. Mal abmachen. So, jetzt kriegt ihr mal wieder so ein bisschen Mulch-Action. Denn ich bin tatsächlich schon bei der letzten Reihe. Wenn ihr mal gucken möget. Aus. Hallöchen, Miri. Hab ich gesagt. Hört ihr mir nicht zu, oder was? Hab ich nicht mitgekriegt. Ich habe mich hier gerade mit meinem LKW gequält. Das ist bedauerlich. Ja. Siehst du, ich kann mal die Zeit nutzen, mal was trinken. Du könntest ja auch mal einen Schluck zu dir nehmen. Hab ich schon. Ich habe sogar schon mein Abendbrot. Oha. Mhm. Ja, ich habe vorhin noch was eingeworfen. Noch mir so 4 Stullen so drin geschoben. Muss ich ja. Ich habe ja noch die beiden Mädels immer. Naja. Nur noch mit der Düngerspritze die Trauben düngen. Müssen wir? Eigentlich nicht. Der ganze Boden ist ja so gedüngt. Weil als wir ausgestiegen sind, stand ja da. Es ist ja alles gedüngt. Da wir mulchen, wird es ja jetzt auch noch mal. Ich habe vorgeschlagen, ein neues Boyers-Update zu machen. Dadurch wurde mein Laptop geschrottet. Das Update war ca. 17 MB groß. Das Boyers-Chip hat auch nur eine Kapazität von 16. LOL! HP ist das egal, bietet einfach ein neues Mainboard für 400 an. Ich habe meinen Laptop dem IT-Techniker gegeben und der hat mir mit einem extra gekauften zweiten Mainboard meine alte BIOS-Version draufgeschrieben, da alle von HP angebotenen BIOS-Versionen nicht kompatibel waren. So konnte ich zum Glück meinen Laptop für 550 Euro retten. Oh, ist ja krass! Eieiei. Aber ist ja auch dreist, ne? Ist richtig dreist. Das ist richtig dreist. Das ist ja richtig dreist. Ja, aber überleg mal, normalerweise, auch die 150 hoffe ich, dass du die wiederkriegst, ne? Hm. Da hoffe ich, dass du die wiederkriegst, ey.
Das ist wirklich kacke dreist. Auf jeden Fall. Eigentlich unter aller Sau. Auch mal ein bisschen Wasser reingemacht, dann kann hier auch schon was durchlaufen. Ich habe letztens gerade, ich habe vor ein paar Tagen habe ich ein Video gesehen, das hat ja auch Manu geschickt, dass es Amazon Computer verkauft schon mit Viren drauf. Ach. Ja, froh sein, dass ich den nicht bei Amazon gekauft habe, mein Computer und mein Laptop. Dafür hast du heutzutage mächtig Probleme, wenn dann irgendwann mal was kaputt geht oder so an den Geräten. Ja. Stellen sie sich ja immer gleich quer und du sollst ja am besten noch 3-4 verschiedene Versicherungen noch zusätzlich abschließen. Möglichst, ja, ja. Jetzt nehme ich den anderen LKW und fahre nochmal hin. Vielleicht ist das Saatgut schon durchgelaufen. Ja, ich nehme die andere Außenkante auch nochmal, ne? Ja. Weil man sieht ja, hallo, tschüss. Man sieht ja, dass es tatsächlich auch auf dieser Seite noch... Sieht so geil aus, ne? Ich liebe das ja, diese Gleichmäßigkeit, ne? Ich liebe es ja so sehr, ne? Wir mulchen hier außen auch mal noch schön drauf, dank, ne? Ist ja egal. Ja. Oh, die muss ich auch wieder zurückschieben, die Behälter. Ja, kann noch ein Stück rüber, ne? So, jetzt holen wir uns den anderen Anhänger. Siehst du? Gut schaut das aus. Ich hab dir gerade den Hund überfahren. Ach, du hast unseren Hund überfahren, naja. Wenn es nicht mehr ist, ne? Sparen wir das Futter. .000 Liter Saatgut. Sollte oha, reichen. Oha. Ja, ich bin dann tatsächlich auch durch, ne? Also. Oh, das ging gleich alles rein hier. Oha. Naja, ich hätte ein bisschen weiter drunter fahren können, ne? Das geht so ein bisschen daneben. Du bist auch gut in die zweite Jahreshälfte gestartet auf Andrinas Discord-Channel. Kannst du auch in dem letzten Halbjahr 2024 hilfreiche Informationen finden und dich mit Community-Mitgliedern austauschen? Schau vorbei und werde Teil der Community. Passt schon, Excelle, passt schon. Passt schon. Ach ja, jetzt ist unser Hund. Wenn der Hund nicht hört, ist es Philips seine. Natürlich. Natürlich, das geht nur so. Das ist bei Kindern nicht anders. Ist der Traktor nicht aufgefüllt oder nicht sauber? Alles meine Schuld. Ja. Ich Chef, ich nix schuld. So. Gib mir da noch ein Saatgut. So. Du nicht Chef.
Ich bin gleich fertig. Ich muss nur das Saatgut da reinkippen und dann können wir die Monate da hopseln. Warte, ich muss erstmal, bevor Onkel Digi hier, ne? Wir haben Juni, Juli, August, September, Oktober. 4 Monate. Und ich bin nicht der Einzige, so ging es auch Dutzenden Unternehmern. Genauso, Geld bekommt man nicht von HP. Na toll. Nee. Ja, ja, ich bin schon bei, lieber Sigi. Bis du das geschrieben hast, ist mein Gerät schon sauber. Dieser Gerät. Ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. So, das kann jetzt hier raus. Saatgut ist drinne, Garten lupt. Oh, bumm. Einmal frontal gegengefahren. Gucken wir nochmal, wie viel Wasser drin ist. Boah, der flitzt so ab, der ist so geil. Das ist so cool. Geil, ne? Der zieht ab wie nix. 211.000 Liter Wasser. Also, das läuft. Das ist so geil. Du machst an und er fährt. Den musst du jetzt immer trocken sauber machen. Geh, guck da. Ich habe den feucht sauber gemacht. Ich habe ja nur auf die Räder gehalten. Jetzt trocken sauber machen. Staubtuch. Natürlich. Mit ein bisschen Glatzenpolitur geht alles. So, ich bin bereit zum Schlafen. Gut, ich lauf mal rüber. Ich würde am Produktionsplatz eine kleine Halle bauen mit der Ladestation. Ja, 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 würde ich auch. So. Wir schauen jetzt den Pflanzen beim Wachsen zu. Mit Sandstrahlen. Ja, ja, genau. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Ah, ah, ah. Wir schauen den Pflanzen beim Wachsen zu. Ich stehe ganz allein am Wegesrand. Oh. Oha, große Nachfrage. Bei was? Beim Kiosk. Mensch, ich krieg die Eier hier schon gar nicht mehr weg. Ja, ja, kein Platz für Eier, das steht schon da. Mach mal langsamer, mach mal langsamer. Hallo, hallo, wir sind schon August. Außerdem will ich ja zwischendurch mal die Pflanzen zeigen. So. Wir sind jetzt bei August. Der ist auch schon wieder da? Ach, guck mal, da unten sind schon kleine Träubchen dran, ne? Oha! Oha! Winke, winke, Karl-Heinz, winke, winke, gut's Nächtle! Gute Nacht, Karl-Heinz. Schlaf schön. Wir sind schon im August.